bisschen leiser, ja. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Begrüße zum ersten Mal in der Saison bei uns Peter Willmann von den Hannover Indians. Herzlich willkommen. Und der Coach der Löwen Frankfurt, Tim Keller. Ja, Herr Willmann, Ihr Fazit zum heutigen Spiel? Ja, erstmal Gratulation an Frankfurt. Hoch verdient natürlich, ist ja ganz klar. Wir sind sehr zufrieden, wir sind unter 10 geblieben, das war unser Ziel eigentlich auch. Ja, da gehört er schon lachen, das ist so. Da sind wir sehr zufrieden, die Jungs haben gekämpft, geackert. Das muss man sehen, da sind ja einfach zwei Klassen Unterschied, das ist ganz klar von der Mannschaft. Und von daher sind wir eigentlich ganz froh und da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist halt eine Übermannschaft, das wisst ihr alle. Und die Mannschaften, die herkommen, die haben es halt schwer. Und wie gesagt, da kann man nur sagen, da wünscht man Frankfurt alles Gute für die Runde nach oben. Und normalerweise ist die zweite Liga gebombt. Aber Eishockey ist Eishockey. Wie gesagt, da wünscht man alles Gute und danke. Ja, danke schön. Dankeschön, Herr Willmann, und ich muss sagen, es sind ja auch fantastische Fans, die ihr heute hier mit hingebracht habt. Es war ja schon das Spiel in Hannover, war ja schon fantastisch. Jetzt heute auch das Spiel hier bei uns. Da kann man nur von Frankfurter Seite sagen, wir würden uns schon wünschen, wenn ihr auch im nächsten Jahr dann in die zweite Liga aufsteigt. Ja, wir müssen immer sehr vorsichtig sein, was wir da machen und tun, das ist ganz klar. Wir haben es ja am eigenen Leibe erfahren letztes Jahr, was es heißt. Eishockey ist manchmal der unfinanzierbare Sport. Deswegen ist es wichtig, dass viele Sponsoren eigentlich diesen wunderbaren Sport unterstützen. Das ist ganz klar. Das lebt ja nicht nur von den Zuschauern, sondern ist ganz wichtig. Eishockey ist halt mal wirklich für den Zuschauer was Attraktives und die Sponsoren, ja, die sind halt auch extrem wichtig. Und wir machen erstmal Step by Step. Wir haben auch einen Nachwuchs, wir haben viele Nachwuchsspieler mit eingebaut, wir haben ein paar junge Spieler dabei. Die Hälfte kriegt kein Geld, das ist halt nun mal so am Anfang, da fängst du mal ganz unten an. Und klar, in Hannover ist ein Potenzial an Zuschauern und allem, was dazugehört. Wir haben einen guten Stamm und darauf bauen wir auf. Aber wir sind nicht nächstes Jahr bereit für die zweite Liga, weil das ist das, wo wir hergekommen sind, sondern wir machen das Step by Step und fangen da eigentlich unten an und versuchen eine solide finanzielle Basis erstmal zu schaffen. Also das heißt erstmal 3 Jahre solide bleiben und dann schauen wir weiter. Herr Willmann, das hört sich sehr vernünftig an. Wir warten auch 3 Jahre auf Sie. Ja, Tim, noch ein Sieg und wir sind in der Finalrunde. Thank you, Rudy, and thanks, Peter. Yeah, that's right. I think we have an opportunity next week gegen Leipzig to secure our place in the Ausstieg round, and that's clearly the goal of this team. What I liked about our game tonight is I thought we played again with pace. We moved the puck well, we were skating well, we were supporting the puck well, and we need to continue that kind of play if we're going to have success in the Ausstieg Rund. I'd like to give special recognition to Chris Stanley, who scored his 50th goal tonight. That's certainly the mark of a great goal scorer in any league, at any level. 50 goals is always the high water mark of excellence, and Chris has accomplished that tonight for our group, and I think that's certainly worthy of some recognition. So it's great to be back at home here. It was a terrific crowd. Looking forward to seeing everybody next week in Leipzig. Thank you very much. Ja, danke schön, Tim. Und natürlich, meine Damen und Herren, wie Sie das gewohnt sind, Matthias Schonze jetzt mit der Übersetzung, aber bevor wir beginnen, die heutige Übersetzung wird Ihnen präsentiert von unserem Partner Licher aus dem Herzen der Natur. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Rüdiger. Ja, Tim freut sich, dass wir jetzt in der Lage sind, am nächsten Freitag gegen Leipzig mit einem Sieg die wichtige finale Runde klar machen zu können. Ihm hat heute gefallen, wie die Mannschaft gespielt hat, in der Summe sehr schnell. Sie haben auch den Puck gut bewegt und er sagt, wenn wir dann so weiterspielen, sind unsere Chancen in der Aufstiegsrunde sicherlich auch gut. Besonders hat er hervorgehoben heute Chris Stanley, der sein 50. Saisontor geschossen hat. Das ist, wie Tim angemerkt hat, immer eine sehr besondere Leistung für jeden Torjäger, auch diese Marke dann zu erreichen. Also da hat er nochmal besonderes Augenmerk drauf gelegt.
Und er bedankt sich natürlich auch bei den Fans. War eine tolle Stimmung heute. Auch nochmal ganz lieben Gruß an die Fans der Indians, die hier mitgefahren sind und eine tolle Party gemeinsam gefeiert haben. So soll es sein. Und deshalb freut er sich jetzt dann auch auf Freitag. Ja, brillant, Matthias. Vielen Dank. Du hast ja einen Liter Pilsner verdient. Kommen wir zu den Endergebnissen. Königsborn gegen Leipzig, Endstand 5:6. Duisburg gewinnt gegen die Hannover Scorpions 4:3 nach Penaltyschießen. Und Hertha gewinnt 4:2 gegen Kassel. Ja. Beim Spiel Rostock gegen Erfurt steht es, es hat später begonnen, spätestens im zweiten Drittel 7:1. Und beim Spiel Hamm gegen Timmendorf steht es aktuell 5:3, ist aber auch noch nicht zu Ende. Das gibt folgende Konstellation, meine Damen und Herren. Ich darf Sie einladen, am nächsten Freitag, den 14. März, zu einem weiteren Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter gegen die Eisfighters Leipzig, 19.30 Uhr. Spielbeginn bei uns hier in der Eissporthalle. Aber vorher natürlich noch die Fragen des